Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Wir haben den Tanker hier erkundet in der letzten Folge, haben die Mutanten im Bauch des Tankers erledigt und jetzt müssen wir für den einen Kollegen da auf dem Tanker noch seine Milz wiederfinden. Die hat er bei einem Wetteinsatz verloren. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Lang lebe der Drache. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal mitmischen bei dem Kampf hier, müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht erstmal versuchen, die Milz wieder zu bekommen. Ich weiß nicht, ist das bei ihm hier? Wer bist du? Ich bin Lao Chu. Hieß er Lao Chu? Okay, ja, wo bekomme ich Vertibird-Pläne her? Geh nach Norden, in Navarro liegt eine versteckte Basis in der Nähe der Tankstelle. Wir brauchen mehr Informationen. Ich brauche Benzin für die PHS Valdez. Versuch's doch mal bei den Skiwissenschaftlern im Stahlpalast. Vielleicht können sie dir mit Benzin aushelfen. Okay, und man sagt mir, ich brauche einen SAS, um auf dem Valdez-Computer zuzugreifen. Geh nach Norden in Navarro. Ja, auch in Navarro werden wir da wohl fündig. Ich brauche Computerteile für die NHS. Hast du schon in den alten Bunkern versucht? Angeblich haben sie da eine Fülle von Informationen und Technologien der alten Welt. Und ich suche eine Milz. Eine Milz? Ja, mal sehen. Chip von der Valdez hat neulich seine Milz beim Kartenspielen verloren. Ich habe sie Dr. Wong verkauft. Er war sehr daran interessiert. Dr. Wong, wo finde ich ihn? Ja, Dr. Wong ist der Chefwissenschaftler im Stahlpalast. Dort wirst du ihn finden. Wie kann man denn überhaupt eine Milz verlieren? Ja, er war sturzbetrunken. Den ganzen Abend hat ihm seine Milz zu schaffen gemacht. Da hat er sie dann halt verwettet. Also, du hast seine Milz genommen. Ja, es war eine Spielschuld und er ist ein ehrlicher Mensch, ja. Okay, du perverser, unverschämter Mistkerl. Nein, wir wollen mal gucken, dass wir vielleicht nochmal unsere Ausrüstung aufrüsten, beziehungsweise handeln. Vielleicht hat er ja schon wieder was Neues. Nö, das sieht nicht so aus, das sind unsere alten Sachen noch. Okay. So, dann gehen wir mal zu unserem Auto und prüfen mal den Kofferraum, dass wir da vielleicht noch ein paar Sachen reinlegen können gerade. Sowas wie diese Disk hier, da ist natürlich wieder kein Platz mehr für da. Was machen wir da jetzt? Nehmen wir das nochmal mit. Es ist schon komisch. Vielleicht ist das auch begrenzter Platz von der Anzahl her. Das kann natürlich auch sein. Ja, was mit der Munition hier? Die können wir vielleicht auch Markus nochmal geben. Beziehungsweise hat die hier Platz? Ja, hat scheinbar noch Platz. Also nur die Disc können wir hier nicht mehr reinlegen. Frag mich nicht warum. Okay Leute, ihr müsst leider hier alle warten, wenn wir nach Navarro gehen. Da seid ihr nicht erwünscht und wir müssen gucken, dass wir dort ja alleine auftreten, damit wir uns als Rekrut ausgeben können. So wurde uns das zumindest gesagt von der Stirländer Bruderschaft. So, Markus, komm mal mit. Was willst du? Du musst auch hier warten. Perfekt. So, wie viel Gepäck haben wir? Ja, ich würde eigentlich noch ganz gerne das irgendwie hier lassen. Genauso wie die. Damit wir noch ein bisschen mehr Gepäck einfach haben. So, das wäre es dann erstmal. Gut, Leute, wir fahren los. Speichern vorher natürlich. Falls wir einen der Morton-Brüder begegnen, wäre fatal jetzt, wenn wir ganz alleine sind. Und vor allen Dingen so angeschlagen. So, die Navarro-Basis soll nördlich von San Francisco liegen. Ja, da hinten ist sie. Einer Enklavenpatrouille wollen wir nicht begegnen. Nein, danke.
Ja, wir kommen nachts an. Hallo Fremdling. Boah, Baby, schau dir die Räder an. Solche habe ich seit Jahren nicht gesehen. Was kann der alte Chris für dich tun? Ja, was ist das alles hier? Das hier ist mein Laden, ist eine Tankstelle. Noch nie sowas gesehen in alten Zeitschriften oder so. Das ist das hier, eine Tankstelle. Ja. Ich suche Navarro, ist das hier? Navarro, seit Jahren nicht mehr gehört. Alte Militärbasis südöstlich von Frisco und das ist weit südlich von hier. Ja. Dort war ich, da ist nicht Navarro. Hä? Aber klar doch, ich habe davon vor einer Weile gehört, Militärbasis Navarro südöstlich von Frisco. Du lügst, ich habe keine Geduld für sowas, sag mir die Wahrheit oder du bereust es. Fahr zur Hölle, zieh ein Funkgerät aus der Kleidung. Willst du sehen, was Reue ist? Ich habe ein paar Jungs, die dir ja eine ganz neue Bedeutung beibringen werden. Schalte das Funkgerät ein. Ja, was glaubst du denn, was du da machst? Sprich ins Funkgerät, Alarm, Alarm. Okay, das ist natürlich nicht so gut gelaufen. Wir müssen mal gucken, ob wir da vielleicht eine bessere Gesprächsoption hinbekommen. Eine Riesenhorde Aliens, nein danke. Eine Bande von Raufbolden, die von einem der Mortenbrüder angeführt werden. Nein, können wir auch gerade nicht gebrauchen, wir sind alleine unterwegs. Eine Enklavenpatrouille. Okay, also nach Navarro dürfen wir nicht unbedingt fragen. Das ist keine gute Idee. Okay, wir sagen mal nur, ob er hier ein paar Vertibirds hat vorbeifliegen sehen. Vertibirds, faszinierendes Thema. Was interessierst du dich denn für die? Ja, du weißt also was über die Vertibirds. Sag mir, was du weißt. Ich kenne ein paar Leute, die an Vertibirds interessiert sind. Ich versuche ein paar für sie aufzutreiben. Ich verstehe ja nur Bahnhof, aber falls ich einen dieser Vertibirds sehe, wem soll ich sagen? Ja, das kannst du dir aussuchen. Du kannst es den Chi oder der stillen Bruderschaft oder den Hubelungen erzählen. Die scheinen alle interessiert zu sein. Erzähl's mir, ich bin in der Gegend. Ja, sagen wir das mal. Verdammt, das ist ja eine Liste. Na, wenn ich was höre, werde ich, naja, ich muss jetzt was tun. Einen Augenblick, Kumpel. Ich habe mächtige Freunde und die sagen, Navarro ist hier. Jetzt sag mir, wo oder hier wird's gleich blutig. ja. Hey, ich soll nur Besucher wegscheuchen und so. Solche Probleme, wie du sagst, will ich nicht. Dann solltest du mir den besten Weg zur Basis mitteilen und zwar sofort. Wahrscheinlich durch die Falltür im Boden von meinem Zimmer. Geh und lass mich in Frieden. In Ordnung, das machen wir. Er zieht ein Funkgerät heraus. Er wird die ganze Zeit, verfluchte Basis benachrichtigen. Muss mir was einfallen lassen. Ja, dann töten wir ihn jetzt einfach. Und schießen ihm mal in den Kopf. Oh, warum haben wir denn jetzt nur noch 4 Punkte? Wir sehen uns dann wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns wieder sehen. Okay, da ist er auch schon tot. Ja, gucken wir mal, ob das geholfen hat. Was dabei hatte er nicht. Wir speichern nochmal kurz. Könnte natürlich sein, dass er jetzt trotzdem schon die Basis benachrichtigt hat. Ich hoffe nicht. Ja, das ist eine alte Tankstelle. Jetzt drin. Ist da noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Ich schau mal kurz. Was jetzt hierfür vielleicht wichtig wäre. Ich glaube nicht. Zettel von Francis, das ist das Kennwortpapier. Navcom-Teile. Ja, das brauchen wir nochmal für den Poseidon-Tanker dann. Das haben wir uns schon aufbewahrt. Ja, ich glaube, das alles andere hier ist relativ unwichtig. Ein Steuerschip brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja, gut. Da gucken wir weiter. Hier hinten ist noch ein Raum.
Okay, und da geht's runter. So, Leute, wir sind im Teil der Basis. Und gucken uns jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen um. Langer Gang. Ich hoffe, der spricht uns jetzt gleich nicht an hier. Oder greift uns an. Nö, das sieht gut aus. So, das Erste, was ihr machen solltet, wenn ihr hier seid, geht hier in den Lagerraum und holt euch ein paar Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Schrank es ist. Aber in einem der Schränke findet man auf jeden Fall noch ein blaues Speichermodul, erhöht unseren Charisma-Wert. Dazu kommen wir auch noch. Sprengstoffe ohne Ende. Und da ist es, Leute. Eine fortschrittliche Powerrüstung. Diese Powerrüstung besteht aus Leichtmetalllegierungen, die an wichtigen Stellen mit Keramikus verstärkt sind. Die Servomotoren zur Bewegungsunterstützung sind offensichtlich auch von bester Qualität. Ja, Leute, unser Rüstungswert ist 35 und jetzt sehen wir aus wie ein Enklave-Soldat. Und der Rüstwert erhöht sich sogar auf 40. Ja, das ist die beste Rüstung im Spiel, Leute. Die findet ihr hier. Kleiner Tipp am Rande, man kann auch direkt am Anfang schon das Ganze hier machen. Und kann sich so die beste Rüstung im Spiel schon holen. Man muss halt nur an dem Tankstellenwart vorbeikommen. Ja, und sich hier umschauen. So, gucken wir mal, wie es hier unten weitergeht. Da ist eine Todeskralle. So, wir speichern nochmal. Ich weiß nicht, ob wir Tests schon überspringen können. Könnte sein, dass er halt doch die Basis benachrichtigt hat. Dann kriegen wir Probleme. Aber wir gucken erstmal hier jetzt weiter. So, da ist wieder ein Doktor. Da sollen wir wegbleiben. Hoffentlich hast du einen guten Grund, mich bei der Arbeit zu stören, Soldat. Ich wollte dir einige Fragen stellen. Also gut, ich muss mit meinem Gegrunze leben, mit deinem Gegrunze leben, dann kann ich wenigstens versuchen, mit dir auszukommen. Wer bist du? Ich heiße Schreber, Dr. Schreber. Ich bin unter anderem der Arzt der Basis. Gib dir keine Mühe mit deinem Namen. Soldat, ihr Füchse seht mir in eurer Rüstung alle gleich aus. Kapiert. Ja, was tust du hier? Ich arbeite als Basisarzt, doch das ist nur eine Nebenbeschäftigung. Eigentlich bin ich Genetiker. Was ist ein Genetiker? Ich glaube nicht, dass du über die intellektuellen Möglichkeiten verfügst, meine Arbeit zu verstehen, Soldat. Sagen wir, ich kann Menschen oder Tiere nach Bedarf schaffen. Okay, ich muss noch mal ein paar Sachen wissen. Was ist das alles hier? Das hier war die Arztpraxis der Basis, aber ich fand, dass meine Experimente wichtiger waren als die minimalen medizinischen Bedürfnisse der Soldaten. Also ließ ich sie in ein Labor umbauen. Das ist schön, erzähl mir mehr. Wieso ist der Raum hier schalldicht? Im Verlauf meiner Forschungen führe ich Experimente an Testsubjekten durch. Manchmal werden sie dann etwas laut. Der Basiskommandant empfand dies als störend. Deshalb ließ er die Schallisolierung einbauen. Okay, warum befindet sich nebenan eine Todeskralle? Groß, braun und hässlich. Tja, ein Experiment, das ich kürzlich vollendet habe. Seine Ausschaltung ist schon geplant. Warum willst du sie töten? Die Enklave hat billige, entbehrliche Soldaten gesucht. Wir sind an den Todeskrallen interessiert, weil sie eine eingebaute Rüstung und Waffen besitzen. Sie sind grässlich fies. Sie müssen nur kluger werden, damit sie Befehle verstehen können. Doch nicht zu intelligent, sonst entwickeln sie noch einen eigenen Willen. Kommst du noch mit? Ja, ja, ich kann dir folgen. Wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich ihre Intelligenz gesteigert. Doch ich ahnte, dass wir zu weit gegangen sind, dass sie vielleicht klüger waren, als sie zeigten. Als ich hierher versetzt wurde, brachte ich also eine von ihnen mit, um meine Theorie zu überprüfen. Ja, und? Ich hatte recht. Die Todeskrallen hatten sich offensichtlich dumm gestellt, versuchten Zeit zu schinden und so viele wie möglich von uns zu lernen. Ja, sie können sogar die menschliche Sprache imitieren. Ich habe mich tatsächlich mit dem Exemplar nebenan unterhalten. Jedenfalls zeigt die Tatsache, dass sie diesen Plan aufgearbeitet hat und die Täuschung in die Tat umgesetzt haben, wie gefährlich sie sind. Was hast du jetzt vor?
Ich schreibe einen Bericht über meine Erkenntnisse und lasse ihn zur Enklave übertragen. Natürlich muss ich die Vernichtung der Todeskrallen empfehlen. Sie sind eine viel zu große Gefahr. Okay, ja, kann ich die Todeskralle für dich erledigen? Bitte sehr, sieh es nebenan. Ja, machen wir natürlich nicht. Wir reden erstmal mit der, aber wir bieten es schon mal an, damit er besänftigt ist und damit wir rüberkommen. Okay, und der Raum hier ist schalldicht. Deswegen würde ich nochmal gerade speichern. Vielleicht können wir ja auch den Doktor ausschalten. Wieder da, was kann ich für dich tun? Bist du sicher, dass das Zimmer hier schalldicht ist? Aber natürlich, der Kommandant würde sonst einen Anfall bekommen. Ja, nur neugierig. Ich möchte nicht, dass jemand dein Geschrei hört, wenn ich Experimente an dir durchführe. Ja, schalten wir den mal aus. Warum treffen wir nicht bei 95%iger Wahrscheinlichkeit? So, wir haben Dr. Schreber getötet. Und das hat keiner mitbekommen. Hat er irgendwas dabei? Nee. So, hier ist noch eine Hundestatue. Die Lebensfunktionen meines Meisters wurden eingestellt. Bist du mein neuer Meister? Klar, für einen Hund scheinst du ganz in Ordnung zu sein. Ausgezeichnet, ich benötige einen Reparaturmeister. Meine Motivationseinheit wurde entfernt. Finde sie, setze sie ein und ich schließe mich dir an. Irgendeine Idee, wo ich das Teil finden kann? Ich bin mir nicht sicher, Meister. Ich würde es in der Wartungsabteilung probieren. Sie liegt oben in der nordöstlichen Ecke der Basis. Ja, dort versuchen wir das mal und dann kommen wir wieder. Jetzt können wir auch in den Schreibtisch hier mal rein luschern. Da haben wir einen blauen Sicherheitsschlüssel. Den nehmen wir natürlich mit. So, und keiner greift uns an. Alle sind noch friedlich. Da kommen wir ran, aber da ist nichts. Ja, Soldat. Ja, was ist das alles hier? Das ist der Computerraum. Da drüben steht der Großrechner, das Interface-Terminal steht daneben. Und diese Geräte da sind Holoband-Speicher, das Beste vom Besten. Was treibst du hier so? Ich bin der leitende Computeranalytiker, ich warte die gesamten Geräte hier. Sag mal, kann ich das System einen Augenblick lang benutzen? Weißt du schon, mal ansehen und sowas. Naja, außer ausgebildeten Personal darf eigentlich keiner an die Geräte ran. Es ist alles ziemlich komplex und empfindlich, weißt du. Ich verspreche auch nichts kaputt zu machen. In Ordnung, du kannst an dem Terminal da drüben in das System, aber sei bitte vorsichtig. Die werden uns beide erschießen, wenn du den Rechner beschädigst. Übrigens, das Gästekennwort heißt Snooki. Ja, Snooki, was ist denn ein Snooki? Snooki ist der Kosename meiner Freundin. Ich finde das putzig. Sie ist da draußen im Flur übrigens. Sie ist bei der Wache. Ja, putzig. Dankeschön. Gucken wir dann mal. Können wir mit dem auch sprechen? Nee. Der sagt uns so bitte fast nichts an. Ja. Wir überschreiben mal hier Reading. Lang ist es her. Gut, dann gucken wir mal. Wir dürfen ja drauf zugreifen. Bitte Passwort eingeben. Ja, Snooki. Willkommen in der Enklave. Sie besitzen momentan beschränkte Systemprivilegien. Zur einfacheren Bedienung ist dieses System mit einem Parser ausgestattet. Bitte geben Sie alle Anfragen in normaler Sprache ein. Ja, wo befinden sich die Vertibird-Pläne? Suche Zugriff auf aktuelle Inventardaten, Daten empfangen. Die aktuellen Aufzeichnungen zeigen, dass sich ein Satz Vertibird-Schemazeichnungen am Lager befindet. 4 Exemplare der Vertibird-Schemazeichnungen wurden in diesem Quartal bestellt. 4 Exemplare wurden ausgegeben. 3 Exemplare der Vertibird-Schemazeichnungen wurden in diesem Quartal als verloren gemeldet. Die Vertibird-Schemazeichnungen befinden sich in der Wartungsabteilung. Schön, und wo liegt die? Ja, Zugriff auf Basis-Architekturdateien, Daten empfangen. Die Wartungsabteilung befindet sich oberirdisch im nordöstlichen Quadranten der Basis. Okay, wo liegt die Enklave-Hauptbasis? Suche Zugriff auf geografische Karten, Daten empfangen. Enklave-Hauptquartier befindet sich 175 Meilen vor der Küste Kaliforniens im Pazifik. Die Koordinaten sind 37 Grad 18 Minuten nördlicher Breite und 120 Grad 7 Minuten westlicher Breite. Okay, was zum Teufel soll der ganze Mist bedeuten? Suche Zugriff auf Slang-Wörterbuch, Datenempfang, Übersetzung folgt. Es liegt verdammt weit draußen im Meer. Es liegt vor der Küste Kaliforniens. Es liegt westlich von San Francisco. Und wenn du das geografische Koordinatensystem nicht kapierst, findest du es nie. Ja, wie komme ich dahin?
Suche Zugriff auf Transportverzeichnis. Daten empfangen. Die Transportdateien zeigen, dass es 1257 Möglichkeiten gibt, das Enklave-Hauptquartier zu erreichen. Doch die Daten zeigen auch, dass momentan nur zwei Methoden verfügbar sind. Einen Vertibird-Transport gibt es über den Außenposten Navarro oder der Schiffstransport ist verfügbar im Hafen von San Francisco. Zur Beachtung, der Schiffstransport ist aufgrund der Sicherheitsverordnung 9873334-27a als nicht verfügbar gekennzeichnet. Das Schiff wurde stillgelegt und ein Sicherheitsschlüssel ist zu seiner Reaktivierung erforderlich. Der Basiskommandant des Außenpostens Navarro besitzt momentan diesen Schlüssel. Kapiert. Wo befindet sich die Waffenkammer? Suche Zugriff auf Basis-Architekturdateien. Daten empfangen. Die Waffenkammer befindet sich unterirdisch im nordwestlichen Quadranten der Basis. Okay, und wo befindet sich das Büro des Basiskommandanten? Ja, das Büro des Basiskommandanten befindet sich unterirdisch im nordöstlichen Quadranten der Basis. Okay, mehr wollen wir nicht wissen. Wir haben auf jeden Fall schon mal viel erfahren. So, kleine Info am Rande. Man kann sie jetzt hier auch noch ansprechen. Warum siehst du mich so an, Soldat? Ich habe gehört, du heißt Snooki. Das finde ich putzig. Was? Hat er dir das erzählt? Nach meinem Dienst werde ich es ihm zeigen. Schieb ab, Soldat, und hör bloß das Grinsen auf. Ja, so sieht's aus. Tut mir leid, Soldat. Dem Basispersonal ist der Zutritt zu diesem Bereich nicht gestattet. Ich muss dich bitten zu gehen. Der Doc will, dass ich das Tierchen umbringe. Er will es nicht selber tun. Habe ich doch gewusst, dass das Schwein zu feige ist, es selber zu tun. Oh nein, es ist besser, wenn einer von uns die Hucke voll kriegt. Na gut, nur rein mit dir und viel Glück, Soldat. Dankeschön. Ja, dann gehen wir mal rein. Können wir die Tür öffnen? Okay, für diese Tür braucht man einen Sicherheitsschlüssel. Den haben wir ja, dann können wir der Todeskralle vielleicht sogar helfen zu entkommen. Müssen wir mal gucken. So, wir speichern jetzt nochmal lieber ab. Das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich daher freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch tierisch drüber freuen. Also bis dahin.